Scheiß Schiff, die fuhr. Die Grünsohn. Fail. Die Bravo ist fail. Hey. Oh, wir sind im falschen Ding. Du bist ja. 2, 3, 4. Ja. So, mal der Aufbau erklärt von dem Ganzen. Alle vier Controller sind über USB angeschlossen. Dann braucht man, wichtig, erstmal die Software Rejoice. Rejoice macht folgendes, die macht aus dem reinen Steuersignal von den Controllern ein MIDI-Signal. Das heißt, für jeden Controller eine Instanz offen. Das geht dann hier in die DAW, das ist Reaper in meinem Fall. Und dort wird das MIDI dann angesteuert auf die entsprechenden Instrumente. Das hier zum Beispiel, VSTi-Instrument, beziehungsweise hier für die Percussions, Battery. Das wird alles angesteuert über den Controller. Das heißt, drücke ich auf einen Ton, kommt der Ton. Und so weiter. So geht das mit allen Controllern. Das ist die zweite Stimme. Das ist der Bass. Und Percussions. That's it.